Liebe Zuschauer, schaut mal, was ich vor kurzem erhalten habe. Endlich habe ich meinen silbernen Playbutton erhalten. Mein Award für 100.000 Abonnenten. Ein bisschen verspätet kam das Ding an. Mehr als ein Jahr, nachdem ich die 100.000 geknackt habe und jetzt schon fast die 200.000 geknackt habe. Dennoch wollte ich die Gelegenheit nutzen und mich bei euch für diesen Button bedanken. Also danke, dass ihr alle ein Open Mind 3000 habt. Der größte Dank geht allerdings raus an diejenigen, die schon mal was in meinem Shop gekauft haben. Durch YouTube selbst bekomme ich monatlich leider nur so knapp über 100 Euro. Nur weil regelmäßig Leute von euch in meinem Shop kaufen, kann ich das Ganze hier regelmäßig machen, kann ich das Ganze als Vollzeit-Shop machen. Nur deswegen kann ich wirklich jede Woche ein Video rausbringen. Der YouTuber BA hat vor kurzem auch sein 100.000er Playbutton erhalten und ich habe mich ein bisschen von dem inspirieren lassen. Der hat nämlich ein Video gemacht, wo er seine YouTube-Evolution sehr gut festhält. Das Video beginnt mit Ausschnitten von sehr alten Videos von ihm und endet dann mit den neueren. Und ich fand das als Zuschauer sehr cool, diese Entwicklung zu sehen. Ich fand es vor allem interessant zu erfahren, dass er schon seit 10 Jahren YouTube macht. Und viele wissen das gar nicht von mir, ich mache auch schon seit 10 Jahren YouTube-Videos. Vor 10 Jahren habe ich bereits ein Video hochgeladen, das hieß Meine Ein-Mann-Band. Da habe ich so ein paar lächerliche Kurzfilme gemacht, da habe ich ein paar Filmkritiken gemacht und es ging dann immer so weiter, bis dann irgendwann hier mein Open-Mind-Kanal entstanden ist. Damals bei diesen alten Kanälen dachte ich mir schon immer, ah, es wäre schon cool, wenn ich mit diesen Kanälen durchstarten würde, sodass ich das dann Vollzeit machen könnte. Im Nachhinein bin ich sehr froh darüber, dass diese alten Kanäle nicht durchgestartet sind, weil nur so konnte der Open Mind Kanal durchstarten. Denn im Gegensatz zu den anderen Kanälen steht der Open Mind Kanal für echte Veränderungen. Er steht dafür, dass unsere Gesellschaft, aber auch die Politik umdenken muss beim Thema Drogen und ich erhalte auch regelmäßig Nachrichten von Zuschauern, die berichten, wie dieser Kanal ihr Leben positiv verändert hat. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr ein Video dazu sehen wollt, wie es genau dazu kam, dass ich meinen Open Mind Kanal gegründet habe. Also genießt nun den Zusammenschnitt meiner YouTube-Laufbahn. Das ist Hardcore-Shit. Und als Beruf bin ich ein Cop. Oh, hast du es denn? Hast du es denn? Ist endlich da. Die Arbeitslosigkeit wird immer höher. Dies verdeutliche ich noch einmal mit dieser Grafik. Wir sollten gleich anfangen und alle sollten mithelfen. Das Nervigste an dem Film ist, dass ein grottenschlechter Witz nach dem anderen kommt. Ein super Film. Er ist durchgehend immer spannend und interessant. Aber ich sag dazu nur Scheiß drauf. Aber kommentiert ihr auch alle mal am besten, was ihr von Google haltet. Man sieht im Kino nicht ganz hinten am besten. Aber warum zum Teufel scheint das jeder zu glauben? Yo, grüßt euch! Neues Video von uns. Es ist ein Rosensprung. Ja, das. Warum? Ah, endlich hat sie es geschluckt. Und zwar jetzt sind wir. Ja, seid ihr. Wir vom Tatsfilms haben einen YouTube-Channel, hätten gerne 20.000 Euro! They also made a decision on your video and the decision is that you are one of the winners of next. Und haben damit das Preisgeld von Glück gehabt. 20.000 Euro! Aber das Problem ist natürlich, wenn man Videos in der Wildnis fängt, da ist natürlich immer noch der Kork dran, der natürlich für YouTube nicht zugelassen ist. Ja, hallo, wer ist da? Hier ist deine Freundin. Was? Meine Freundin? Mhm. Ist ja cool, durch das Splitscreen schaust du nämlich sehr schön aus. Oh. Könnt ihr irgendetwas auf Deutsch sagen? Oh, yes. Hitler war ein guter Mann. Am I saying that right? Game, yo, ich wollte mal fragen, ob jemand ein Tape für mich hat. Ich wollte mir eins bauen. Ja, sicher habe ich ein Tape hier. Sorry, ist hier das Flunkyball-Training? Oh, ein neuer, hä? Guckt euch den Hurensohn an! Herr Lehrer, die Stunde dauert jetzt schon Jahre! Eine Stunde, die Jahre dauert, das ist physikalisch unmöglich. Ich werde es Ihnen vorrechnen, passen Sie auf!
Es ist ein Kiffer namens Kurt Greibinger. Mich wundert es, dass die Sätze überhaupt irgendwer versteht, der nicht kifft. Was soll das heißen? Kiffst du etwa nicht, mein Sohn? Und aus Protest schmeißen wir Steine auf Polizisten. Entschuldigung, wissen Sie, wo es hier zur Antarktis geht? Ich stehe auf Männer, die aussehen wie Hitler. Aber Junge, das macht doch nichts. Wir halten immer zu dir. Egal, ob du homosexuell bist, heterosexuell oder hitlerosexuell. Beim Drogenfahnder aus Kempten wurden 1,6 Kilo Kokain in seinem Büro gefunden. Diese 87%, die nur wegen Drogen im Gefängnis sind, sollten gar nicht im Gefängnis sein. Es wird einem eingetrichtert, dass jeder, der nur auch mal eine illegale Droge probiert hat, keinen Job mehr bekommt und irgendwo in einer Ecke vergammelt. Deshalb jetzt 15 Argumente für eine Legalisierung aller Drogen auf einem Haufen. Alter! Ich bin davon nicht getötet. Oh mein Gott! Soll ich dir zeigen, wo das Klo ist? Warum? Warum sollst du mir das zeigen? Katja. Was ist los? Nichts, wo sind wir? Und da ich es jetzt vor kurzem ausprobiert habe, wollte ich euch nun davon erzählen. Aber habe ich schon ein paar geile Sachen gesagt, Leute? Das ist ein Video für die Leute, die nicht wissen, welche Drogen sie zu Weihnachten verschenken sollen. Was wäre hier gespritzt? Ja, Mann! Here we are, and there you are. Which is what it is. Und das haben wir immer wieder gesagt. Gar nichts. Hallo. Alles genommen, was es gab. Und dann bin bei Heroin mehr oder weniger hängen geblieben. Okay. Hat hier jemand Drogen gesagt? Bringst du mir dann bei, wie man so schön frech bei auf Messen. Das ist man für die Tests. Mein einziger Freund im Biss. Danny Klose. Bei mir und meiner Freundin im Bett. Ja, freut euch auf weitere Videos zu psychoaktiven Substanzen. Das nächste Video kommt vielleicht sogar schon diese Woche. Wenn nicht nur ein Open Mind, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kanal.